Ich habe Casala vor 3 Jahren angeschrieben und um einen Vorstellungstermin gebeten und wollte gerne für Casala entwerfen. Und man hat mich dann gebeten, für den heutigen Tag den Jubiläumsstuhl zu entwickeln und zu entwerfen. Das war mir eine große Ehre. 100 Jahre sind eine lange Zeitgeschichte und es ging für mich darum, diese Tradition in der Möbelfertigung, in der Stuhlgeschichte eigentlich einzufangen und als Archetyp zu entwickeln. Ich habe überlegt, kann man für eine holländische Firma einen Stuhl entwickeln, der aussieht wie eine Tulpe? Und ich finde ja, das kann man tun. Wir haben eine Sitzschale aus Formholz, eine Rückenlehne aus Formholz, einfach um die Tradition von Casala in diesem Werkstoffbereich aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Das Besondere an dieser Schale ist, dass sie zweigeteilt ist und trotzdem einen wahnsinnigen Komfort entwickelt, weil wir mit diesem verdeckten Rückenbügel arbeiten. Also für mich war es sehr wichtig, dass die einzelnen Elemente des Stuhls wirklich vollendet miteinander harmonieren. Das sind so Details, das heißt, ich habe hier eine kleine Enthasis, so eine ganz leichte Schwellung auf den einzelnen Beinen des Kreuzes. Das heißt, die laufen nicht geradlinig zueinander dazu, sondern wie gesagt, haben eine ganz leichte Wölbung da drauf. Das geht einher mit diesen Linien, die sich hier ergeben. Das heißt, die sind wirklich sehr fein gezogene NURBS, Vektoren, die dann eigentlich in diesem Spiel dieser beiden Flächen zueinander diese einzigartige Skulptur ergeben, die eben einen hohen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, man kann damit schon wirklich ein Icon erzielen. Für mich ist es der Archetyp einer 100-jährigen Geschichte. Hier haben wir nochmal eine weitere Variante des Centuro, nämlich als wirklich niedrigen Sessel, nenne ich es schon mal, für Wartezonen, für Bereiche, in denen man eben wirklich am Beistelltisch sitzt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, darin sehr entspannt zu lesen und realisiert, dass das im Grunde genommen mit dem gleichen Gestell, nur dass wir hier das Distanzstück eigentlich reduziert haben und dann nochmal einen weiteren Einsatzbereich realisiert haben. Also nicht die langstielige Tulpe, sondern die sehr kurzstielige Tulpe. Ist im Grunde genommen eine weitere Variante des Centuro, der in der voll gepolsterten Version auch mit der zweigeteilten Sitzschale daherkommt, diese einladende Lässigkeit hat. Das heißt, wir kriegen einen wahnsinnig guten Komfort hin. Wir haben die Weichheit des Schaumes. Hier steckt im Grunde genommen kein Formholz dahinter, sondern wir haben eigentlich die Form nochmal übersetzt als reinen Polsterstuhl für Konferenzbereiche, Beratungssituationen, wo wir eben mit der Silhouette, die wir haben, den Stuhl nochmal weiterentwickeln können.